Ohr, ey. So, nachdem wir es jetzt eingenommen haben, können wir die ja nach unten ziehen. Versuchen wir den mal gleich mitzunehmen. Ja, klar, kannst du nicht sagen. Ich hoffe, dass wir damit jetzt gar nicht diese Fraktion ausgerottet haben. Yay! Sehr schön. Das bringt uns gleich mal wieder ab. Was wir auch hier noch stecken. Okay. Ich denke, du bist jetzt gut genug, dass wir dich hier hinziehen können, damit du deine Armee aufbaust. Ja. Du darfst ein bisschen mehr Armee bekommen. Dahin mit dir. Wir haben dann wenigstens zwei volle Truppen. Ja. Klicken wir uns wieder hier durch. Nö. Oh ja, stimmt. Das ist ganz hilfreich. So, die Korruption geht ja bis auf Chaos natürlich gegen Null. Das heißt, darauf brauche ich nicht mehr achten dann. Einkommen. Ja, Einkommen. So, was habt ihr noch? Nee. Nee. Nö. So, wenn wir Glück haben, tut uns keiner im Norden ärgern. Ja. Aber dafür im Süden. Okay, die werden angreifen. Okay, ich habe ja gesagt, die fehlende Pyramide bin ich bereit auch aufzugeben. Dazu muss ich jetzt ja leider stehen, sonst sieht es komisch aus. Okay, hier ist es in der Startfall. Ja, da vorne. Klang Moors. Ah, was haben wir? Streng. Ah, niedrige Ordnung. Dadurch ist er besser geworden. Okay. Ja, den habe ich gesehen. Der wird auch leider vorankommen dürfen. Da kann ich nichts gegen machen. Nichts Effizientes. So. Ja, erstmal Einkommen dazu. Hier sparen wir dann auf das. Einen Platz müssen wir dafür freilassen. Und das. Und dies. Hey, noch nicht Minus. Cool. Aquasur! Rekkutoklo! Was wäre denn das? Gesegnete Brut. Keine Ahnung. Verlauf des Spiels werden Missionen erteilt, die Einheiten als... Okay. Gut, gut, gut. Einer kann schon immer. Zusätzlich Gebäude erforderlich, Kommune der Waffenschmiede. So, was haben wir denn hier alles so Schönes? Okay, wir haben. Ja, du bist hauptsächlich Distanzkämpfer. Also 10 mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Distanzkämpfer. Das heißt, wir können auch einen Distanzkämpfer und ein paar Nahkämpfer reinnehmen. Mit Schild, Fiebig. So, Geschossschaden 15, 20, 26. Bei höherer Reichweite, okay. Ja gut, und du bist ja sowieso deutlich besser, allerdings kann ich mir momentan nicht mehr leisten. Jetzt die Frage, haltet ihr euch auch ohne Militärgebäude? 8 Militärpräsenz 6. Durch die Korruption, aber die geht ja dann weg. Die Instabilität. Provinz auch? Okay. Ich denke, euch kann ich erstmal abziehen. Ich brauche euch im Süden, Leute. Ja, macht mal eure Rituale da oben. Vielleicht schafft ihr es ja sogar. Solange sie nicht das letzte Ritual vor uns vereinigen, ist das alles noch im grünen Bereich. Und das werden wir schon zu verhindern wissen. Ihr plündert. Ihr werdet nicht gleichzeitig angreifen und plündern, denke ich. Okay. Die Dunkelelfen streiten untereinander. Das kann auch nicht schaden.
Was haben wir hier? Forschung erhöht und Rekrutierungskosten erhöhen. Ich will ja eigentlich gerade rekrutieren. Mit Forschung komme ich eh nicht wirklich vorwärts, weil mir die entsprechenden Leute fehlen. Ja, okay. Dann forschen wir halt langsamer. Abgelaufene Vitus, so. Ach so, das war das. Okay, gut, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Ach, schön. Achievement auch noch bekommen. Okay, hier gibt's nichts zu bauen. Hier gibt's auch nichts zu bauen. Das Bausymbol ist nur für die Erweiterung, denke ich. Genau. Ich brauche das Geld ja sowieso zum Rekrutieren. Deswegen brauche ich mir jetzt eigentlich gar nicht viele Gedanken machen. So, wir haben gesagt, wir brauchen noch ein paar Nahkämpfer. Also, haben wir uns die. So, das ist Geld weg und die ersten voll. Genau, wir wollten ja hier. Und du musst dringend darunter. Wie sieht's denn eigentlich aus? Immerhin, ihr habt eher schwache Einheiten. Ja, hier sehen wir nicht viel. Na gut. Nein, nein, nein. Wenn du was Nettes vorschlagst, bin ich gern dabei. Bin ich bei. Nein, Leute. Ihr wollt mir vor uns Geld geben, damit ich beim Krieg beitrete. Jetzt wollt ihr, dass ich kostenlos mache. Seid mal ehrlich, das ergibt nicht wirklich Sinn. Unverdorbenheit erhöht Rekrutierungskosten. Ja. Ja, und ich kümmere mich gleich. Gib mir ein bisschen Zeit. So. Das ist mir das Wichtigste, was wir aktuell mal schauen müssen. Tempel der Alten. Pyramide des Uzu. Ich glaube, ich hatte hier. Oh, ich brauche hier zwei Plätze. Slanmagier Kapazität, Magier Windering, Fraktionsweit. Okay, ja, die beiden Plätze brauche ich tatsächlich. Wollte es mir natürlich nicht leicht machen. Blutschrein des Sotek. Okay, das läuft über. Die drei Pfade habe ich ja quasi. Das hier brauche ich noch. 5700. Ja, da warten wir wohl einen Moment. Das heißt, die anderen Nachrichten kann ich mehr oder weniger überspringen. Ihr seid dann ein paar Runden auch soweit. So, gehen wir erstmal rein. Wird die Ordnung erstmal ein bisschen erhöhen. Zack. Ich könnte sogar angreifen. Ehrlich. Ja, aber die weichen dann aus. Na gut. Machen wir es mal langsam los. So, war klar. Aber dann habt ihr Zerfall, das ist auch nicht schlecht. Nee, wir überspringen jetzt alles. Wir sparen ja für Hexuate, damit wir wenigstens eine Stadt haben, die gut ausgebaut ist. Ich muss nur merken, dass ich zwei Bauplätze auf jeden Fall übrig lasse. Für diese Endgebäude. Das ist das Tolle eigentlich, das macht die Städte auch so besonders. Und die Bonus sind auch relativ heftig, wie ihr gesehen habt. Ist eine gute Neuerung gegenüber Teil 1. Och. Okay, ihr habt auch nur Tech 1 Einheiten. Das ist die Frage, locke ich euch hoch, indem ich das hier einnehme? Dann müsste ich die Schwedenpyramide aufgeben. So wie die aussieht, ist das nichts Problem. Okay.
Du bist besser geworden. Ist auch klar. So, Dschungelgifte. Ermöglicht Giftattacken, ja. Warum nicht? So, Exoatl. So. Scheiße, das heißt, ich darf jetzt nur einen Bauplatz verwenden. Blutschrein des Sotek. Tempel der Alten. Kommune der Waffenschmiede. Gibt's irgendwer, wen die braucht, von den Gebäuden, die ich hier habe? Gut, wäre aber eine einzelne Einheit. Oder brauche ich das Gebäude, das werde ich hier nie wieder bauen. Was macht das? Achso, das war dieses, okay. Ansonsten, die Waffenschmiede brauchen wir hauptsächlich hierfür. Mir geht es ja hauptsächlich erstmal um die ganzen hier. Okay, ja. Wir bauen trotzdem die Kugel der Waffenschmiede. Lässt jetzt drüber diskutieren, ob das besonders gut war, aber ich fand jetzt die Alternativen auch nicht wirklich besser. Es kann sein, dass du jetzt dann hochkommst, aber das stört mich eher weniger. Ah, ich komme nicht bis hin. Aber ich könnte das hier hin legen. Vielleicht fällt er ja drauf rein. Aber wenn die Hinterhaltserscheinung nicht so groß ist, aber ich musste ja auch vorwärts kommen. Obwohl, 86%? Okay, das ist schon ziemlich hoch. Da will ich nichts gesagt haben. Nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Siltrator. Hey, Dunkelelfen, lass mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan, ich hatte ja gar keine Gelegenheit dazu. Na, na, na. Okay. Ja, das ist aber, ja, befriedet. Mach gut. Klar, ein Spittel ist putt, okay. Schnitziger Kämpfer, du. Stufe 2, naja, das ist nicht so. Not enough Warpstone. So, sollte genügen. Täuschen lassen, das ist nicht gut, das ist ja, das brauche ich auch nicht permanent. Das ist auf einmal. Was auch ja endlich Zeit wurde. So, Telekinese ist jetzt nicht so toll. So. Jetzt müssen wir uns entscheiden, welche Fahrt wir nehmen. Was gibt's denn hier so? Magie. Okay, das ist alles so magisch. Malsturm. Hab ja eigentlich nichts dagegen. Auch nicht schlecht. Was ist das? Okay.
Ja, nee, also er ist ein Truppenanführer. Also meine Truppen erstmal anführen. Wir uns später auch mal um ihn selber kümmern. Nichts dagegen. Mache ich mir noch einen Feind? Mein Gefühl sagt nein, aber da der plündert, macht ihn auch wieder. Was war denn das? Ah, okay. Nur dafür jetzt. Ja. Okay. Lassen wir mal den Rücken unbewacht. Ja, Ordnung sieht hier sowieso gut aus. Lass mich mal hier hin. So, zack. Und wieder A. Dafür hast du jetzt eine kräftige Armee, das ist auch nicht zu verraten. Versuch mal hier hinzukommen. Wie du da hinkommst, vielleicht müssen wir selber bitte. Hier ist hier, ich weiß nicht. Geh einfach dahin. Sobald wir drei Armeen haben, können wir auch mit dem Marsch noch ein bisschen spielen. Allerdings dauert es noch ein bisschen. Ich überlege gerade, auf wie viel Geld wir sparen, ehe wir das versuchen. Weil eine komplett neue Armee wird uns 2.000 bis 3.000 pro Runde kosten. Ich würde mal sagen, so 6.000 bis 7.000 brauchen wir schon im Plus. Nein, lass mich in Ruhe. So, okay, vorbei kannst du, hab nichts gegen. Ach, du machst Chaos-Korruption. Ich mag euch nicht. Diplomatbeziehung ist nicht so toll. Nee. Hier lasst mich Freunde sein. Juhu. Bewegungsreichweite. Lieb ich. Geht dir gegen das Ritual abgeschlossen? Na gut, sei es drum. Ja, das habe ich auch in Auftrag gegeben, ist mir bekannt. Boah, ist das viel Auswahl. Was macht das denn für Saurus? Für Sphinx? Trägt uns für Kroxibon und den Tempelwächter? Für wilde Karnos? Für Stegadons und Bastiladons? Bastiladon? Nicht euch, dass das mein Belagerung soll. Wir schauen lieber erstmal. Ich bin Artillerie-Fan. Damit kann man die Gegner gut zerstören. Okay. Boah, was? Wir haben sogar einen verloren. Peinlich, Leute. Echt. Schämt euch. Eure Stelle wird mich schämen. Das ist auch den. Sehr schön. So. Du kannst eigentlich nicht rekrutieren, genau, wollte ich gerade sagen. Haben wir denn. Ja, schau mal, wird direkt nach Hexuate. Noch ist es nicht so weit, aber wenn ich ein paar Runden warte, kann ich schon einen richtigen Magier reinsetzen. Das machen wir auch so. So, du hast schon gezogen, glaube ich. Na dann komm. Wir müssen Wildrucks dezimieren. Thank you.
Das ist es wirklich nicht wert, Leute. Danke, dass ihr mir diese gleichnamige Auswahl gegeben habt. Damit habt ihr es perfekt beschrieben. Das ist es nicht wert. So. Okay. Vor uns waren ganz viele Nachrichten, dass irgendwas fertig ist. Ah, das gehört dazu. Entschuldigung, mein Fehler. Nehmen wir das hier. Bringt erstmal ein bisschen Geld, ein bisschen Wachstum. Kann beides nie schaden. So. 90. So, Manuel Clanpe! Und die Provinz ist Moins. Oh, und du kriegst andere Kampfechse? Zu Kano irgendwann. Bisschen mehr HP, bisschen Rüstung. Forschteinfluss kriegst du. Du kriegst viele Fähigkeiten dazu. Nahkampfangriffen abwärts sinken ein wenig. Und du verlierst auch ein paar Fähigkeiten. Das ist ein Feuerball verlierst du. Irgendwie sieht das nicht so toll aus. Warte mal, das hast du. Vorstellung lösen. Wenn man es vorher sehen würde, wenigstens. Okay, dich können wir auf jeden Fall erstmal nehmen. Das ist besser, und dann schauen wir uns das nächste Mal, was das für ein Bonus ist, wenn wir das irgendwann mal ausbauen dürfen. Genau, so machen wir das jetzt. So, ja, bei dir. Das ist alles Wildorkgebiet. Ich wollte meinen dahin ziehen, aber irgendwie bin ich mit hinter anschluss. Damit er noch nicht gleich reinrennt, weil er denkt, die Stadt ist unbewacht. Korruption. Ereignisse 3. Nicht meine Ereignisse, Leute. Schauen wir uns vielleicht allgemein mal an. Oh ja. So, jetzt muss ich kurz nachdenken. Genau. Lass uns mal unsere Städte anschauen. Du gehst ins Negative von der Ordnung her. Warum? Eroberung nur nächste Runde. Okay, das vernachlässigen wir. Das passt also insgesamt. Du gehst ins Plus. Können wir uns sogar Steuern leisten. So, plus minus null, wenn ich das recht sehe. Ja, okay. Skorpionküste macht Probleme. Ah, okay. Ja, bei dir brauchen wir das hier. Das sollte ich demnächst mal angreifen. Okay, das war hilfreich. Dankeschön. Okay, das geht gegen null, das heißt, ich kann ja wieder auf Steuern setzen. Das ist natürlich ein blödes Gefühl, das Ritual nicht zu machen. Aber ich weiß halt, dass meine Armeen es nicht schaffen, aktuell. Wieder sehr große Verluste erleiden. Natürlich nicht Ziel eines Strategiespiels. Führerschaft, Verlustverstärkungsrate. Nee, danke. Ja, Führerschaftsbonus ist mir das nicht wert. Okay, da ist nicht viel passiert. Aber was wir auf jeden Fall ja gesagt haben. Hier kommt. Wo ist es? Ach so, eigentlich wollte ich ja den Platz dafür aufheben. Aber die Ordnung wird nie besser werden. Das ist nicht leicht. Wir müssen natürlich leider. Stadt ohne Ordnung bringt mir nichts. Oder ich reiße halt die Verteidigung ab.
Ach, ist das gemein. Nee, wir lassen das alles so. Wir suchen eine andere Stadt, wo ich das mal ausbaue. Ich schau gerade mal, ob ich zufälligerweise eine frei habe, wo ich mein Auge zudrücken könnte. Ja, hier wäre eine gewesen. Wisst ihr was? Wir bauen das mal hier aus, trotz allem, auch wenn ich das sonst nicht in der Reihenfolge mache. Und nehmen dann den Slot dafür. So, ihr habt euch reinbewegt. Okay. So, verstecken wir uns wieder. Reductus Quasur. Oder wir verstecken uns nicht. Warum leitet ihr eigentlich? Seid ihr in der Stadt? Ja, also die denke ich schaffen wir meine alleine. Obwohl, ich habe mich in letzter Zeit doch schon oft enttäuscht. Nee. Wir lassen das wieder heimlich. Ich bin wie gesagt zu oft enttäuscht worden von euch in letzter Zeit. Bereiten wir lieber den Angriff vor. Okay. Ich würde sagen, für diesmal ist es das gewesen. Nächstes Mal werden wir weiter versuchen, die Wildorks zu dezimieren. Wir sehen, mit dem Geld geht es auch langsam aufwärts. Das heißt, wir können hoffen, dass wir dann irgendwann beim nächsten Mal vielleicht die dritte Armee zusammenkriegen und das erste Ritual durchführen. Bis dahin verabschiede ich mich. Viel Spaß beim Zocken und viel Erfolg. Tschüss!